10 Arten von Leuten im Whirlpool. Der unhygienische. Boah, ich musste so dringend auf Klo, ne? Ja, dann geh doch. Ich musste. So, schon erledigt. Ist es für dich gerade auch das erste Mal Berührung mit Wasser seit Wochen? Ich glaube, ich habe mein Pflaster verloren. Hast du es gesehen? Meinst du, ich darf mal an deiner Tamponschnur ziehen? Der Frierende. Oh, es ist kalt. Oh Gott, ist das... Oh Gott, es sind ja Minustemperaturen hier. Oh Gott. Was ist denn los? Das Wasser ist viel zu kalt. Der Meckerfratz. Das ist viel zu warm, das ist völlig überhitzt. Völlig verklort, riech mal. Völlig verklort, die Wasserqualität stimmt zu 0%. Außerdem ist das Wetter ist total scheiße. Und es ist kalt. Es ist zu warm. Der Nasspritzer. Deshalb habe ich früh angefangen, in Pflanzen zu investieren. Allein so eine Gurke. Du kannst einen Gurkensalat machen. Du kannst einen Auflauf machen. Du kannst Tomaten. Tomaten habe ich angebaut. Tomaten sind so tolle Pflanzen. Die haben diese Röte, die haben Geschmack. Und ich liebe Geschmack. Ich meine, wenn du jetzt einen Eintopf hast, dann willst du auch, dass da eine gewisse Feuchtigkeit drin ist. Und diese Feuchtigkeit kommt aus den Tomaten. Der Schüchterne. Komm, Nelson, komm rein. Ja, das macht voll Spaß hier, das ist angenehm. Das ist Eiswasser, das ist eiskalt. 36 Grad, komm. Das ist mir zu kalt, ich möchte wirklich nicht. Komm, zieh dein T-Shirt aus, komm rein. Ich will auch nicht mein T-Shirt ausziehen, das ist mir unangenehm. Komm jetzt rein. Ey, wenn ich reinkomme, dann möchte ich, dass ihr wegguckt. Jetzt warum? Hab ich doch mal nicht bitte so. Guckt dann weg, das ist mir unangenehm. Das Wasser sieht auch überhaupt nicht sauber aus, das ist wirklich ekelhaft. Dreht euch um, dann komme ich vielleicht rein. Ich überlege aber noch, aber bleibt umgedreht, okay? Ich überlege in der Zeit, aber wer einer dreht sich um, dann komme ich gar nicht rein. Das kann ich euch versprechen. Die TikTokerin. Schätze ich, wenn ich ein paar TikToks hier im Pool mache? Nee. Okay. Der Überängstliche. Jonas! Jonas! Pass auf, dass du nicht in Strudel gerätst. Wenn die anderen Kinder dich ärgern, dann sag Bescheid. Jonas, tauch mal lieber nicht unter. Jonas, willst du nicht lieber die Schwimmbrille haben? Jonas, komm, jetzt reicht's. Jetzt komm mal raus hier. Komm, das ist gefährlich. Ganz coole Scheiße. Komm, Jonas, komm raus. Die Barbie. Oh, das ist alles so nass hier, ey. Ich wollte beim Friseur, meine Haare dürfen auf keinen Fall nass werden. Sonst war das ganze Geld wieder umsonst. Oh. Der Bademeister. Ey, was heute wieder los ist? Unfassbar, aber kein Wunder über dem Wetter hier. Kein Salto. Nicht rennen am Beckenrand. Oh. Raus aus dem Nichtschwimmerbereich, du Arschloch. Du, ich glaube, wir brauchen die Verstärkung an Pool 3. Kein Eis mit ins Wasser nehmen. Nicht rennen. Rennen verboten. Ey, dieser Scheißjob ist mir einfach zu stressig. Der Verspielte. Hey, wollen wir vielleicht Volleyball spielen eine Runde? Ja. Wollen wir vielleicht so ein Tor machen und aneinander hochklettern? Also, dass ich zum Beispiel auf deine Schulter gehe? Oh, nee, Jonas. Nee, das nervt. Das ist einfach Sonnen. Du bist. Jonas, ey. Was machst du da? Beruhig dich. Lass einfach entspannen und dir nicht so Quatsch machen. Okay, du musst mit deinen Beinen einen Tunnel machen und ich muss da jetzt durchtauchen, okay? Jetzt bleib mir mal Jonas, weg, da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf, ne? Das reicht Bock jetzt. Nels, du musst die Zeit stoppen, okay? Luft anhalten, okay? Und? Oh Gott. Digga, ey, er ist so aufgedreht. Als ob ich mir die Haare nass mache. Digga, voll chill. Geisteskrank, Alter. Ist auch Zeit stoppen. Oh. Und wer hat gewonnen? Halt die Fresse! Und zum Schluss der Allmann. So, es ist ein schöner Urlaub hier auf Balkon hier, ne? Na, kannst du nicht meckern. Ja, kann man nicht. Schau mal, sind das da zwei Melonen, die im Wasser schwimmen? Ja, lass mal die Kirche im Dorf, ne? Du hast doch die Christa. Ja, aber schau und kost doch nichts. Komm, sprich mal. Schnecke, was läuft? Alles, was beide an.